Servus Leute, herzlich willkommen. So wie ich es euch versprochen habe, machen wir uns jetzt auf den Weg und schauen uns eine schöne Hornet 900 an. Vom Wetter her weiß ich nicht, ob wir Glück haben. Es pisst eigentlich die ganze Zeit auf der Autobahn. Aber die Sonnenstrahlen kommen mir raus und in dem Fall auch für dich, Spoho. Aber jetzt was Schönes dabei, damit wir etwas schneller unterwegs sind. Meine neue Sonnenbrille. Und ja, schauen wir uns das gute Ding mal an und hoffentlich nehmen wir es dann mit, beziehungsweise holen wir es nächste Woche. Also, bleibt dran. Maschine haben wir uns angeschaut, war echt gut, es sah auch echt wild aus, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht auf den Bildern, ob ihr es gesehen habt, hatte Schlüssel war ein Totenkopf und aber auch sonst, der Verkäufer war auf jeden Fall echt ein netter Kerl, war echt cool, Spur ist auch Probe gefahren, hat auch wunderbar funktioniert alles. Tatsächlich haben wir jetzt aber das Glück gehabt, zum Vergleich haben wir jetzt noch mal eine andere Maschine in der Nähe gefunden, da düsen wir jetzt auch noch mal hin. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür hat die einen richtig geilen Auspuff, einen Akrapovic-Auspuff. Und den Sound dürfen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Jetzt fahren wir noch circa eine Stunde. Nur ja, bei unserem Glück, vom Wetter her geht es ja. Wiederum, jetzt müssen wir dann bald tanken. Reicht nicht mehr ganz. Und ein Liter Öl will natürlich der Wagen. Natürlich gerade dann bei unserer Tour. Aber was soll man machen? Ich hoffe, ich mache auf jeden Fall noch ein paar. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich mache ein paar Bilder vom Motorrad. Wir haben auch einen kleinen Soundcheck machen können. Haben wir alles drin. Also, wir sehen uns beim nächsten Motorrad. Ja, Leute, wie soll es anders sein? Haben wir ein perfektes Timing erwischt. Vollsperrung auf der Autobahn. So muss es sein. 14:13 sollen wir da sein. Oh, perfekt. Es geht weiter. Glück gehabt. Leute, also in dem Fall, wir haben beide Maschinen jetzt angeschaut gehabt und ja, was soll ich sagen, ihr seht es vielleicht schon hinten im Rückspiegel, eine davon haben wir mitgenommen, welches sein wird, das werdet ihr gleich erfahren, also bleibt dran. Endlich daheim angekommen und ja, jetzt kann ich euch mal das Bike zeigen, was ich mitgenommen habe und zwar haben wir die zweite mitgenommen. In dem Fall wunderschönes Baujahr von 2005. Kollegisch gefahren, fährt sich mega gut, hat er gemeint. So, jetzt bin ich aber richtig ganz Tag nichts gegessen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich was essen kann. Falls ihr Bock habt, Reise weiter zu verfolgen, kommt auf jeden Fall noch was. Jetzt gehe ich aber kurz erstmal in Urlaub. Ja, dann könnt ihr mir gern folgen und ein Abo dalassen, vielleicht auch ein Like, wenn euch die Maschine gefallen hat. Des Weiteren dann noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.